Wollen wir beginnen? Willkommen zur 14. Vorlesung. Heute werden wir uns mit Symmetrien beschäftigen und ganz speziell mit Rotationssymmetrie, weil die eine wichtige Rolle in vielen physikalischen Problemen spielt. Und diese Rotationssymmetrie wird gegeben sein durch die sogenannte Drehimpulsalgebra. Und in der heutigen Vorlesung lassen wir uns von den folgenden beiden Leitfragen führen. Und die erste Leitfrage lautet, was ist das Energiespektrum, also das Spektrum des Hamilton-Operators, was ist das Energiespektrum eines Teilchens in einem Zentralpotential? Dabei verstehen wir unter einem Zentralpotential eben eines, das nur vom Abstand von einem Zentrum abhängt, aber nicht von dem Winkel, den es dann nimmt. Und das ist natürlich eine physikalische Situation, die Sie aus der klassischen Mechanik kennen, zum Beispiel vom Zweikörperproblem in der klassischen Mechanik. Sie haben zwei Teilchen, die in der klassischen Mechanik durch die Gravitationskraft beispielsweise zusammengebunden werden. Und da wissen Sie, da haben Sie elliptische Orbits und ein parabolisches und viele hyperbolische, nicht mehr Orbits, sondern eben Bahnkurven. Sie reduzieren dieses Zweikörperproblem auch in der klassischen Mechanik ziemlich schnell am Anfang auf ein Einkörperproblem in einem Zentralpotential. Und genau das Gleiche können Sie in der Quantenmechanik machen, aber da interessiert uns weniger die Gravitation, das haben wir nämlich nicht im Griff quantenmechanisch, sondern da interessiert uns zum Beispiel die elektromagnetische Wechselwirkung oder anders gesagt ein Teilchen in einem Coulomb-Potential. Und das prototypische Beispiel ist natürlich ein Wasserstoffatom mit einem schweren Kern und einem leichten Elektron, das um diesen Kern, klassisch würde man sagen, kreist oder wie auch immer, aber wir wissen, das ist nicht das quantenmechanische Bild, es gibt gar keine Bahnkurven, aber wir können natürlich den Hamilton-Operator für ein solches Teilchen hinschreiben, wir können darüber spekulieren, wir können es über das Äquivalenzprinzip diesen Operator hinschreiben und darin wird ein Zentralpotential vorkommen. Und es ist durchaus eine interessante Frage, was die möglichen Energieniveaus im Wasserstoffatom sein werden. Die werden wir nämlich sehen, wenn das Elektron von einem Zustand übergeht, einer höheren Energie in einen Zustand niedriger Energie, denn die Energie muss irgendwo hin und die wird dann in Form eines Photons, eines Lichtteilchens emittiert und dann kriegen Sie die schönen Farben, die Sie bekommen bei der Emission von Photonen bei Wasserstoffatomübergängen von einem Zustand höherer Energie in einen Zustand niedrigerer Energie und Sie bekommen da aber ein Linienspektrum, das ist kein kontinuierliches Spektrum, denn das Wasserstoffatom, so wird es sich herausstellen, hat für seine gebundenen Zustände ein diskretes Spektrum. Und das wollen wir irgendwann in dieser Vorlesung, in dieser Vorlesungsreihe noch ausrechnen. Heute bereiten wir das vor. Also was ist das Energiespektrum eines Teilchens, einem Zentralpotential? Da ist noch nicht speziell die Rede vom Coulomb-Potential, also von einem 1 durch R-Potential, sondern zunächst mal jedes Zentralpotential. Aber wie ich gerade argumentiert habe, die zentrale Anwendung wird natürlich sein, das Wasserstoffatom. Das interessiert uns natürlich, also wenn die Quantenmechanik das nicht rechnen kann, dann ist sie wenig wert. Die zweite Leitfrage, die jetzt zunächst mal ein bisschen mysteriös bleibt, aber ich halte es dennoch für sinnvoll, darauf hinzuweisen, ist die Frage, was ist eigentlich Spin? Was ist Spin? Und es wird sich herausstellen, es gibt Spins, verschiedene Spins, und das ist eine Teilcheneigenschaft. Und diese verschiedenen Spins, die heißen Spin 0, Spin 1/2, Spin 1, Spin 3/2 und so weiter. Kurz gesagt, die heißen Spin n mit 0 halbe. Das sind also halbganzzahlige Spins. Und tatsächlich werden wir heute auch schon den Spin kennenlernen. Wir werden heute kennenlernen, wo diese Zahlen hier herkommen, dann wissen Sie zwar immer noch nicht so richtig physikalisch, was das ist, aber ich weise schon mal darauf hin, in dieser Behandlung der Frage von Rotationssymmetrie werden wir so ganz nebenbei auch entdecken, was Spin ist.
zumindest mal die erste, den ersten Eindruck von diesem Spin werden wir sehen. Das sind also mehr oder weniger die Fragen, die uns im Kopf sind. Das ist jetzt kein wirklich logischer Ausgangspunkt, von dem ich jetzt sagen würde, hiervon entwickle ich jetzt irgendwas, aber das könnten wir im Kopf behalten. Okay, wir beginnen etwas konkreter mit Symmetrien in der Quantenmechanik. So, und nun braucht man, Sie wissen, was eine Symmetrie in der klassischen Physik ist. Und in der Quantenmechanik, aber auch in allen anderen Bereichen der Physik, spricht man von einer Symmetrie als einer Transformation, die Lösungen ihrer entscheidenden Gleichungen, in unserem Fall der dynamischen Gleichung, der Schrödinger-Gleichung, in neue Lösungen überführt. Also wenn Sie eine Symmetrie erkannt haben, dann können Sie eine beliebige Lösung nehmen, die Sie schon haben. Sie werfen die Symmetrieoperation drauf, Sie bekommen eine andere Lösung. Aber die Operation heißt nur dann eine Symmetrieoperation, wenn die dadurch entstehende neue Funktion oder in unserem Fall Zustand wieder eine Lösung ist, dann heißt die Transformation eine Symmetrietransformation. Ja, also allgemeine Definition einer Symmetrie. Eine Symmetrietransformation das ist eine Transformation, des Systemzustandes, der Systemzustände, die Lösungen der dynamischen Gleichungen wieder in Lösungen überführt. Also nehmen Sie doch mal das Kepler-Problem in der klassischen Mechanik. Sie haben zum Beispiel eine Lösung mit einer Ellipse, die hat ihre lange Halbachse nach dort und ihre kurze Halbachse nach dort. Jetzt wende ich auf diese Lösung, eine Rotation an. Ich habe noch nicht gesagt Symmetrie, ich wende eine Rotation an. Dann kriegen Sie zum Beispiel diese Kurve, eine Ellipse mit der langen Halbachse jetzt nach dort und der kurzen nach dort, okay? Frage, handelt es sich bei dieser Transformation um eine Symmetrietransformation? Antwort ja, denn das ist genauso eine Lösung des Kepler-Problems, wie das eine Lösung des Kepler-Problems war. Es ist eine Lösung für andere Anfangsbedingungen. Ja gut, okay, aber es ist eine Lösung. Und damit das sein kann, muss natürlich in der klassischen Physik die Hamilton-Funktion bereits symmetrisch gewesen sein unter Rotation. Wenn in der Hamilton-Funktion zum Beispiel ein ausgezeichnetes E-Feld vorgekommen wäre, sagen wir mal, und Sie hätten irgendwelche Teilchenbahnen von geladenen Teilchen ausgerechnet, dann können Sie nicht einfach rotieren und eine Lösung geht in eine Lösung, weil das E-Feld ganz anders da dann dran steht. Ja? Also das ist die ganz allgemeine, tiefste Definition von Symmetrie. Es überführt Lösungen in Lösungen. Okay? Und nun ist es so, wie in der klassischen Mechanik, auch erzeugen in der Quantenmechanik die Observablen Einparameterfamilien von Transformationen. Das sind noch nicht unbedingt Symmetrietransformationen. Eine Transformation ist erstmal eine Transformation. Und ich mache das konkret. Also sei F eine quantenmechanische Observable, also ein selbst
adjungierter Operator. Dann definieren wir eine Transformation, wie könnten wir die nennen? Die könnten wir TF nennen. Das ist die von F induzierte Transformation. Und es ist eine Ein-Parameter-Familie, da kann ich also irgendeinen reellen Wert Alpha angeben. Alpha zunächst mal beliebig aus R. Vermöge der Exponentiation. Exp I ist ganz wichtig, Alpha F. Also Sie exponentieren I Alpha F und kriegen damit für jedes Alpha aus R eine Transformation. Okay. Und dann gibt es die zunächst etwas überraschend scheinende Definition. Eine observable F erzeugt auf diese Weise eine Symmetrie-Transformation. Und das ist jetzt schon wertvolle Information, denn Sie wissen, wenn Sie das haben, dann können Sie Lösung in Lösung überführen. Symmetrietransformation, genau dann, wenn diese Observable, die die Transformation erzeugt, mit dem Hamilton-Operator, mit dem Energieoperator des Systems kommutiert, vertauscht. Warum denn ausgerechnet mit dem Hamilton-Operator? Ja, der Hamilton-Operator, der macht ja natürlich die Dynamik und wir können uns das leicht überlegen, warum das dann eine Symmetrie ist. Denn dann, ja, wenn wir uns die Schrödinger-Gleichung angucken, und zwar die Schrödinger-Gleichung für den Systemzustand, wie lautet die nochmal? Na, der Systemzustand war so ein Rho, das war eine lineare Abbildung, genauer gesagt sogar eine selbstadjungierte lineare Abbildung für den reinen Zustand, IH quer. Wir hatten dann aber eine ganze Familie von solchen Zuständen betrachtet, nämlich eine Familie in dem Zeitparameter, der Zustand jetzt, der Zustand später und so weiter, hatten das abgeleitet und hatten gesehen, dass H Rho von T Kommutator gleich IH quer Rho Punkt, das ist die Schrödinger-Gleichung für die Zeitevolution des Zustandes Rho. Und wenn wir jetzt wollen, dass Lösungen dieser Schrödinger-Gleichungen in Lösungen überführt werden, dann müssen wir mal untersuchen, was eigentlich hier unter einer solchen Symmetrietransformation vor sich geht. Ich fange mit der Schrödinger-Gleichung an. Ich tue jetzt mal nichts anderes, als die von links mit Tf Alpha zu multiplizieren und von rechts mit Tf Dolch von Alpha. Ja, was kommt da raus? Da kommt raus, das ist dann also das gleiche wie IH quer TF Alpha Rho Punkt TF Alpha, Rho Punkt von T, ist gleich, nach rechts kann ich das auch tun, TF von Alpha, jetzt kommt dieser Kommutator, den schreibe ich gleich mal aus, das ist ja H Rho von T und dann kommt von rechts das TF Alpha Dagger. Minus, also ich kam von links mit dem TF von Alpha, dann kommt der Kommutator, jetzt aber der andere Teil, Rho von TH, TF Alpha Dolch. Das ist sicherlich absolut richtig, ich habe ja nur von links und rechts was dran multipliziert, was ich übrigens auch wieder invertieren kann, ansonsten hätte ich hier nur den Folgepfeil, aber ich habe den Pfeil auch in die andere Richtung, weil ja TF Dagger das Inverse von TF ist. Das heißt, ich kann immer, wenn ich links dran multipliziert habe, kann ich es auch wieder wegmultiplizieren. Deswegen ist das genau dann, wenn. Und ja, und jetzt schaue ich mir das hier an und überlege mir mal, dieses TF Alpha, das besteht nur aus hochexponentierten Fs. Das schreibe ich vielleicht zum Spaß einmal aus. Das ist diese Exponentialfunktion, geht von n gleich 0 bis unendlich. 1 durch n Fakultät mal
I Alpha hoch N, ich schreibe es mal so ein bisschen auseinander, F hoch N. Sie wissen, dass dieses F hoch N bedeutet F nach F nach F nach F N mal. Das ist dieser, das ist dieses TF hier. Ja. Dann kommt unser H, unser Rho von T und dann nochmal so ein TF, das schreibe ich jetzt nicht mehr aus. Aber jetzt sehen Sie, hier haben Sie eine Reihe und wenn wir jetzt mal ganz kurz großzügig sind und hier nur die Partialsummen anschauen, also noch nicht das Limit nehmen, dann ist klar, jeder einzelne Summand dieser Reihe besteht aus lauter Fs, aber durch jedes dieser Fs kann ich das H einfach durchziehen, ich darf das rüber vertauschen, weil wir angenommen haben, dass das F mit dem H vertauscht. Das heißt aber letztlich, dass ich dieses H hier ganz an dieser Summe vorbeitauschen kann. Wie gesagt, ich habe jetzt alle Schweinereien begangen, die begehbar waren, mit hier Grenzwert vertauschen und tralalala. Das kann man sich dann genauer überlegen, wenn man das hier nicht als Summe darstellt, sondern wenn man es darstellt in der Spektralzerlegung, wie ich Ihnen das gezeigt habe. Aber so als Argument für Staatsexamen, Klausuren und so weiter ist das schon ganz okay für Physiker. Hier hinten passiert genau das Gleiche. Da können Sie dieses hier rüber tauschen. Da steht dann also TF von Alpha, Rho von T, TF von Alpha Dagger und dann steht das H eben hinten dran. Aber wenn Sie das ganz genau angucken, was dann da steht, dann steht da plötzlich nichts anderes als H, TF von Alpha, Rho von T, TF Dagger von Alpha, Kommutator. Ach so, naja, dann kann ich ja diesen Ausdruck hier, den kann ich ja den neuen Zustand Rotwiddel zum Zeitpunkt T nennen. Den finde ich dann genau hier wieder, Rotwiddel vom Zeitpunkt T. Das heißt, ich habe IH quer, Rotwiddel abgeleitet nach T ist gleich Hamilton-Operator, Rotwiddel von T. Aha, das heißt, Rotwiddel ist Lösung der Schrödinger-Gleichung. Genau dann, wenn Rho Lösung ist. Und, naja, das kann man jetzt noch zum zehnten Mal hinschreiben, Rotwiddel von T gegeben ist durch die Transformation TF von Alpha, Rho von T, TF von Alpha, Dagger. Ah. Also haben wir herausgefunden, dass eine observable F, die mit dem Hamilton-Operator vertauscht, eine Transformation generiert, die auf den Zustand so wirkt, das ist halt die Vorschrift, wie diese Transformation auf den Zustand wirkt, einen neuen Zustand aus dem alten Zustand oder sogar eine neue Familie von Zuständen aus der alten Familie von Zuständen generiert, sodass die neue Familie von Zuständen wiederum die Schrödinger-Gleichung löst. Das heißt, wir haben Symmetrietransformationen identifiziert. So, Sie werden also unschwer erkennen, dass in der klassischen Mechanik ist natürlich auch eine Symmetrie dann durch eine Observable generiert über das entsprechende Hamiltonsche Flussvektorfeld, wenn die Poisson-Klammer der Observablen mit der Hamilton-Funktion verschwindet. In der Quantenmechanik übersetzt sich das eben in die Kommutator-Klammer. Aber Sie sehen, die Details sind etwas anders, weil jetzt die entsprechende Symmetrie nicht mehr durch ein Flussvektorfeld auf dem Phasenraum gegeben ist, sondern eben durch eine solche Transformation TF von Alpha, die übrigens unitär ist. Das heißt, der Dolch dieser Transformation ist die Inverse dieser Transformation. Dafür brauchen wir unter anderem, dass es sich bei F wirklich um eine Observable handelt, dass das F also ein selbstadjungierter Operator ist. Noch eine Bemerkung zur abstrakten oder zur allgemeinen Definition von Symmetrien. Es wird häufig behauptet in klassischen Mechanikbüchern, Symmetrien seien Transformationen, die die Lagrange-Funktion invariant lassen. Oder Symmetrien seien die Transformationen, die die Wirkung invariant lassen. Das stimmt alles, nur ist es eben
nur hinreichend, aber nicht notwendig, denn Sie können sich durchaus Transformationen vorstellen, die die Wirkung nicht invariant lassen, aber dennoch Lösungen in Lösungen überführen. Also es ist ein subtiler Unterschied und wirklich deswegen ist es wichtig, sich klarzumachen, Symmetrien sind Transformationen, die Lösungen der Gleichung in Lösungen überführen, nicht auf einem höheren Level, wie zum Beispiel auf Wirkungsebene. Okay, so, zweitens beschäftigen wir uns jetzt mit einer ganz speziellen Sorte von Symmetrietransformationen, nämlich mit Rotationssymmetrie. Und da ist aber unser leitendes Beispiel das des Zentralpotentials, also Zentralpotentiale und die entsprechenden Observablen, die nennen sich Bahndrehimpulskomponenten. So, und ja, wir werden später, wollen wir sowas betrachten wie ein Teilchen im Zentralpotential. Und das heißt, wir betrachten uns in drei Dimensionen als Hilbertraum den L2 über R3, ja, wie üblich, quadratintegrable Funktionen. Sie wissen, dass ich den eventuell auftakeln muss mit einem Schwarzraum und einem Raum der temperierten Distribution. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen locker sprechen, habe ich auf diesem Hilbertraum oder einer geeigneten Einschränkung, habe ich dann einen Hamilton-Operator, der ist gegeben durch durch h quer Quadrat durch 2m mal dem Laplace-Operator. Sie erinnern sich, der Laplace-Operator ist die Ableitung nach dem ersten Eintrag dieser Funktion von drei Variablen, zweite Ableitung nach dem ersten Eintrag plus zweite Ableitung nach dem zweiten Eintrag plus zweite Ableitung nach dem dritten Eintrag. Ja, das ist der Laplace-Operator, das hatten wir. Plus ein Potential V, das allerdings nur abhängt von der Länge des Vektors x, wenn man so will. Also wir sind hier in kartesischen Koordinaten, da macht es irgendwie Sinn, von der Länge eines Ortsvektors da zu reden. Das ist natürlich alles koordinatenabhängig in dieser Form, aber wir schreiben das mal so hin. Das hier nennt man ein Zentralpotential, weil es eben nur vom Abstand, in diesem Fall vom Nullpunkt dieser Koordinatenwahl abhängt. Sowas wollen wir betrachten und um jetzt herauszufinden, ich gebe Ihnen jetzt einfach die Operatoren an, die Observablen an, die entsprechende Symmetrietransformation machen, die also mit diesem Hamilton-Operator vertauschen. Die heißen die drei Komponenten-Observablen, also sind einfach drei Observablen des Drehimpulses. Sind, ja, das kann man sich jetzt auf verschiedene Art hinschreiben. Man kann sagen, der Drehimpuls in der Quantenmechanik ist definiert wie in der klassischen Mechanik, nämlich als, wie ist das, P kreuz R? Oder macht man R kreuz P? Was macht man? R kreuz P, ne? Andersrum. Ne? Okay, ist eigentlich wurscht, aber von mir aus R kreuz P. Aber wir wissen, das ist die klassische Definition, ja, klassisch. Und da muss ich auch noch wissen, wie dieses Kreuzprodukt definiert ist. Ja, das hat man irgendwann mal in der Schule gelernt, so über Kreuz und tralala. Das kann man halt ein bisschen hübscher hinschreiben, indem man klassisch sagt, die Arte-Komponente ist gleich die XB-Komponente, die PC-Komponente, Indizes sind alle ganz komisch, Kraut und Rüben, aber es stimmt numerisch, mal Epsilon ABC. Und es wird summiert über B und C. B und C laufen von 1 bis 3. Und dieses Epsilon ist so definiert, dass Epsilon 1, 2, 3 ist plus 1. Und für jede ungerade Permutation von 1, 2, 3 ist es minus 1. Und wenn es gar keine Permutation ist von 1, 2, 3, also zum Beispiel Epsilon 2, 2, 3 ist keine Permutation von 1, 2, 3, dann kommt 0 raus. Ja? Also hier irgendwie dieses Epsilon und das ist dann total antisymmetrisch. Und das fixt es auch, denn wenn zwei gleich sind, ist bei totaler Antisymmetrie
ist es 0. So können Sie die Komponenten kurz hinschreiben. Und quantenmechanisch geht man dann so vor, dass man sagt, naja, man ersetzt jetzt hier die zähte Komponente des Impulses tatsächlich durch die zähte Komponente des quantenmechanischen Impulsoperators. Ja, also das könnte man alles noch als klassisch bezeichnen. Letztlich ist es eine Definition, dass man den Impulsoperator in der Quantenmechanik definiert. Das nenne ich übrigens der Bahndrehimpuls. Ich soll sagen, des Bahndrehimpulses. Bahndrehimpulses. Es ist dann L1 gleich, naja, von dem P kriegen Sie ein minus IH quer. Ja gut, dann müssen Sie jetzt machen Epsilon 1, 2, 3. Das ist also X2 D nach DX3. Oder man kann auch schreiben Del unten 3, ableiten nach der dritten Variable. Schreiben können wir jetzt so schreiben, ist wurscht. Dann kommt nochmal die 1, aber dann gibt es ja noch den Term 3, 2. Das ist ein minus x3 d nach dx2. Ja. Und ähnlich L2 gleich minus ih quer x2, 3, x3 d nach dx1 minus x1 d nach dx3. Und schließlich L3 gleich minus ih quer x2 d nach dx1 minus x1 d nach dx2. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, nee, 3, 1, das da unten ist falsch. Das da muss 3, x1, x2 heißen und dann hier x2, x1. Das ist einfach die konsequente Anwendung dieses Epsilon-Symbols. Ja? Und das sind jetzt aber Operatoren, ne? die wirken ja alle auf, die wirken ja zumindest mal auf dem Schwarzraum, ja? So wie sie da stehen. Das sind jetzt alles Operatoren und diese Kameraden nennen wir die drei Operatoren, die drei Observablen, die den Komponenten des Drehimpulses entsprechen. Also quantenmechanische Drehimpulskomponentenobservablen. Na, Sie können also eine Maschine verkaufen, da steht L3 drauf. Und wenn Sie, ja, genau. Und Sie wissen ja inzwischen, wie man diese Operatoren in Verbindung bringt mit den Übergangsfunktionen dieser Maschine. Das haben wir ja das letzte Mal gemacht. So, warum interessieren mich die so definierten Operatoren? Naja, es ist ein Fakt und das können Sie auf dem Übungsblatt nachrechnen. Fakt. Und nur deshalb sind die interessant. Fakt, Übungsblatt. Jeder dieser Ls vertauscht mit dem H. Und zwar mit dem H da oben mit dem Zentralpotential. Gleich 0 für A aus 1, 2, 3. Jeder einzelne dieser Observablen generiert eine Symmetrietransformation. Und zwar anschaulich die Rotation um die X-Achse, die Rotation um die Y-Achse und die Rotation um die Z-Achse. Das sind die davon generierten Transformationen, Symmetrien. Und das sind Symmetrien, weil diese Operatoren mit dem Hamilton-Operator vertauschen. Okay. Jetzt hat man ja schon aus der klassischen Mechanik oder einfach aus der Intuition das Gefühl, ja Donnerwetter, wenn ich so ein System habe mit so einer Rotationssymmetrie, das muss ein einfacheres Problem sein, die Quantenmechanik dieses Systems auszutüfteln, als wenn es ein System ohne Symmetrie wäre. Das ist irgendwie naheliegend. Ne? Man hat das Gefühl, man kann vielleicht irgendwie, wenn man eine Lösung hat, dann muss die Lösung dann auch irgendwie vielleicht rotationssymmetrisch sein. Man hat lauter solche Ideen. Ja? Oder wenn ich eine Lösung habe, kann ich durch Rotationssymmetrie eine andere Lösung herstellen. Das ist völlig klar. Also irgendwie müssen wir jetzt oder wollen wir diese Symmetrie ausschlachten, soweit es geht, um quantenmechanische Probleme, die in einer solchen rotationssymmetrischen Situation, da kann man sich nochmal das Zentralpotential angucken, in einer solchen Situation vorherrschen, da die Quantenmechanik einfacher zu lösen. Das ist unser Ziel. So, und jetzt die Frage, ja, könnten wir jetzt alles machen, müssen wir uns vielleicht mal konkrete Probleme angucken.
Es stellt sich aber raus, nein, in der Quantenmechanik wollen wir eigentlich die ganze Zeit immer Spektren berechnen, richtig? Wenn Sie das Spektrum in der Tasche haben, dann wissen Sie schon mal, was sind die möglichen, zum Beispiel Energiewerte und so weiter. Wenn Sie jetzt aber eine Symmetrie haben, schauen Sie mal nochmal auf diese Gleichung hier. Sie wollen das Spektrum von diesem H, aber Sie sehen, es gibt hier zum Beispiel mindestens mal drei Operatoren, die mit diesem H vertauschen. Dann wissen Sie, wenn so eine Symmetrie vorliegt, dann gibt es gemeinsame Eigenvektoren. Es gibt simultane Eigenvektoren von dem Operator und dem Operator, richtig? Das hatten wir vorher schon mal gesehen gehabt, dass wenn Operatoren vertauschen, kann man sie simultan diagonalisieren, man kann simultan Eigenwerte finden. Wenn Sie das aber haben, dann sind hier die Energieniveaus sind entartet, denn Sie können zu verschiedenen Operatoren ja dann, also wenn Sie hier entartete Eigenräume haben, höherer Dimension, dann können die dann durch diese anderen Operatoren nochmal aufgeteilt werden. Und tatsächlich ist es so, bei so einem Zentralpotential, bei so einer Symmetrie, haben Sie entartete Eigenwerte. Da gibt es also mehrere Zustände, die den gleichen Energieeigenwert haben. Das können Sie danach eventuell aufspalten, indem Sie ein Magnetfeld anlegen oder sowas. Und es ist aber auf jeden Fall klar, dass solange diese Symmetrie da ist, und wenn Sie ein Magnetfeld anlegen, ist keine Symmetrie mehr da. Ne? Wenn Sie ein Magnetfeld anlegen, haben Sie die Symmetrie gebrochen, die Rotationssymmetrie um alle Achsen. Und dann ist es nur konsequent, dass diese Rotationen um die verschiedenen Achsen keine Symmetrie mehr sind. Dann ist nur konsequent, dass diese Kommutationsrelation nicht mehr gilt. Und dann werden tatsächlich Energieniveaus aufgespalten. Okay, das ist nur ein Vorausblick. Die Idee ist jetzt, wenn wir schon mal verstehen, was die Eigenwerte von diesen Ls und die Eigenvektoren vor allem von diesen Ls da wären, dann hätten wir schon einen Teil des Problems geknackt, wie es sich mit solchen symmetrischen Systemen verhält. Das ist jetzt hier ganz speziell für diese Drehimpulse, also diese Dinge heißen Drehimpulse, das sind die Generatoren der Rotationen, für die ist es jetzt ganz speziell. Das gilt prinzipiell immer, wenn Sie die Symmetrien eines Systems ausgetüftelt haben, schauen Sie sich erstmal nur die Algebra dieser Symmetrieoperatoren an. Also Idee, um die Lösung typischer quantenmechanischer Probleme mit einer solchen Symmetrie vorzubereiten. Und wie gesagt, typische quantenmechanische Probleme, da geht es Ihnen immer um das Spektrum von irgendeinem Operator oder von allen möglichen Operatoren, studieren wir unabhängig von einem konkreten Hamilton-Operator. Könnte man ja machen, man könnte ja was ganz Konkretes nehmen. Wenn man sagt, nee, ich will jetzt das Wasserstoffatom studieren oder ich will den sphärischen harmonischen Oszillator studieren, dann das tun wir aber nicht. Studieren wir unabhängig von einem konkreten Hamilton-Operator, der aber immerhin symmetrisch ist unter diesen Transformationen, die Algebra der Symmetriegeneratoren. Das sind die Algebra der Symmetriegeneratoren. Ja, die Symmetriegeneratoren sind dieses L1, L2, L3. Und was uns auf jeden Fall interessiert, ist denn, wenn ich den Kommutator bilde zwischen dem Arten und dem Beten, das kann ich mit Sicherheit ausrechnen. Warum kann ich das ausrechnen? Naja, ich habe die ja konkret gegeben. Ich muss die jetzt nur wirken lassen auf ein Hilbertraumelement, dann den Kommutator hinschreiben, dann irgendwie da die Vertauschungen machen, das eine auf das andere wirken lassen und so weiter. Wenn man das von da oben einsetzen der Definition, dann kommt raus IH quer
Epsilon ABC JC, LC. Wobei über C summiert wird. C gleich 1 bis 3. Oder Sie können das auch äquivalent hinschreiben, ein bisschen mehr zu Fuß. J1 mit J2, schon wieder J geschrieben. Nachher schreibe ich J, jetzt schreibe ich L. L1 mit L2 ist gleich IH quer. 1, 2, 3 ist der einzige, der beiträgt, L3. Und L2 mit L3 ist IH quer L1 und L3, L1 ist IH quer L2. Also es ist genau die gleiche Aussage, nur einmal mit dem Epsilon geschrieben und einmal ohne. Das heißt, die weigern sich zu kommutieren. Die kommutieren einfach nicht. Da können wir ja schon ganz viel ablesen. Ah, wenn die nicht kommutieren, dann kann ich ja niemals von einem Teilchen die 1-Komponente seines Drehimpulses gleichzeitig messen mit seiner 2-Komponente. Und schon gar nicht kann ich die 3-Komponente auch noch messen. Ja, hopps, das war komisch. Also wir haben uns ja am Anfang schon daran gewöhnt, dass wir nicht die X-Komponente und die PX-Komponente, die X-Komponente des Impulses gleichzeitig messen können. Aber immerhin konnten wir die drei Impulskomponenten gleichzeitig messen. P1, P2 und P3, die haben paarweise kommutiert, die konnten wir gleichzeitig messen. Ja gut, wenn das für einen Impuls geht, dann gibt es doch bestimmt auch für diese Drehimpulskomponenten, die kann ich nacheinander messen. Nee, die kommutieren nicht. Das heißt, Sie können zwar exakt vom Impuls eines quantenmechanischen Teilchens sprechen, wissen dann gar nichts über seinen Aufenthaltsort. Also Sie können niemals über den Drehimpuls eines quantenmechanischen Teilchens sprechen, zumindest nicht als Drehimpuls, von dem alle drei Komponenten bekannt wären. Denn bekannt sein bedeutet messen und messen geht nicht nach dem Rahmenwerk der Quantenmechanik. Ups, irgendwie komisch so ein Drehimpuls. Ja gut, ist aber so. Ist so. Interessant ist der Drehimpuls, weil er eben dann, weil die ja dann doch die Symmetrietransformationen generieren, diese Drehimpulskomponenten. Also wir müssen jetzt, wenn wir hiermit zurechtkommen wollen, müssen wir damit leben, dass die nicht kommutieren. Aber die kommutieren ja irgendwie auf eine hübsche Art und Weise nicht. Die schließen ja. Es könnte ja sein, dass L1, L2 irgendwas gibt, was gar nicht durch L1, L2, L3 ausdrückbar wäre. Dann würde die Algebra nicht schließen. Aber wenn ich L1 mit L2 nehme, kommt L3 raus, L2 mit L3 kommt L1 aus. Das heißt, dieser dreidimensionale Vektorraum dieser Generatoren, der schließt unter dieser Klammer. Okay, schön. Also wir haben so eine abgeschlossene Algebra und die wollen wir jetzt ausschlachten. Und jetzt könnten wir uns, bitte? Jetzt könnten wir uns natürlich ganz konkret mit diesem Bahndrehimpuls beschäftigen, für den wir ja diese Gleichungen hergeleitet haben, diese Relationen. Es ist aber geschickt, wenn man auf die weitere Entwicklung schaut, was ich natürlich kann und Sie nicht, aber Sie müssen es mir glauben, geschickt zum allgemeinen Verständnis abstrahiere von der konkreten, das nennt man Darstellung, da kommen wir nachher nochmal dazu, von der konkreten Darstellung dieser Algebra, abstrahiere von der konkreten Darstellung dieser Algebra zur abstrakten Algebra JA mit JB Kommutator gleich I Summe C gleich 1 bis 3 Epsilon ABC JC. Wir betrachten also jetzt eine Algebra J für solche J, also solche J, J, A, B, C, ne, A gleich 1, 2, 3 meine ich. Und die soll irgendwie auf einem geeigneten Definitionsbereich definiert sein und am besten in den selbst abbilden. Irgendwelche linearen Operatoren, aber ich sage Ihnen gar nicht mehr, das sollen jetzt diese ganz speziellen Ls sein, die auf dem, zum Beispiel hier auf dem Schwarzraum,
der im L2, R3 liegt, so gegeben sind, sondern wir sagen nur, es mag irgendeinen Hilbertraum geben, irgendeinen Hilbertraum, und auf dem seien drei Operatoren gegeben, selbstadjungierte Operatoren, die eine solche Algebra erfüllen. Das studieren wir. Und selbstverständlich ist das ein konkretes Beispiel. Es wird sich aber herausstellen, das ist das Beispiel für, ja, kann man das so sagen? Lassen wir das. Also es ist ein konkretes Beispiel. Und Sie sehen, hier ist noch so ein H-quer drin gewesen. Das habe ich hier jetzt schon mal rausgelassen. Das kann man natürlich so verstehen, dass ich jede dieser Gleichungen durch H-quer geteilt habe. Nein, durch H-quer-Quadrat habe ich jede Gleichung geteilt. Dann kann ich überall ein H-quer-Quadrat ranziehen. Rechts habe ich dann dieses H-quer-Quadrat weggeteilt und steht nochmal ein H-quer-Quadrat da unten. Und das heißt, diese J's können Sie in der speziellen Anwendung verstehen als eins Komponente des Bahndrehimpulses durch H-quer und so weiter. Ja, das ist genau diese Algebra. Links kommen ja diese L's zweimal vor und rechts nur einmal. Deswegen funktioniert dieser Trick, das H-quer wegzuskalieren. Okay? Gut. So, also wir werden uns mit dieser abstrakten Algebra beschäftigen und werden hier versuchen, etwas zu lernen über simultane Eigenvektoren. Okay? Und in diesem Prozess werden wir auch lernen, was alle möglichen Spins sind. Die werden wir auf jeden Fall so nennen und später werden wir das mit physikalischem Leben füllen. Okay. So. Wie nenne ich das? Was ist das? Zweitens oder sowas? Ne, drittens. Erstens, zweitens, drittens muss es sein. Ne? Simultane Eigenvektoren zu Drehimpulsobservablen. Hier Drehimpulsobservablen in Anführungszeichen. Also wir wissen bereits, Moment, wieso kann die Überschrift jetzt lauten simultane Eigenvektoren? Es kann ja gar keine geben, weil alle drei Operatoren nicht vertauschen. Es gibt keine simultanen Eigenvektoren zu J1, J2, J3, da alle paarweise gerade nicht vertauschen. Also das können wir uns gleich aus dem Kopf schlagen. Also wenn wir irgendwie so eine Idee haben, können wir uns aus dem Kopf schlagen. Das geht nicht. Gut, das ist aber schwach. Dann können wir irgendwie nur so ein J1 zum Beispiel messen. Ja gut, okay, das ist irgendwie zu wenig Information. Und wir machen jetzt aber folgende Beobachtung. Es sagt uns ja keiner, dass wir uns nur die J1, J2, J3 angucken dürfen, sondern diese J sind ja Operatoren auf einem geeigneten Unterraum eines Hilbertraums. Wir können uns zum Beispiel den folgenden Operator definieren. Vorsicht, der heißt nur so, der heißt J-Vektor-Quadrat, aber das ist einfach nur ein Name. Der kommt einfach in der Geschenkverpackung, auf der J-Vektor-Quadrat steht. Das hat wenig mit einem Vektor zu tun und so weiter und so fort. Irgendwie nichts mit einem Quadrat zu tun. Der ist definiert als J1 nach J1 plus J2 nach J2 plus J3 nach J3. Das darf ich machen, denn jedes dieser J's ist eine lineare Abbildung. Ich darf Abbildungen hintereinander ausführen. Ich darf die auch addieren. Das ist ein Vektorraum der linearen Abbildung. Das macht alles Sinn. Das ist einfach ein Operator, der heißt so. Und in der mathematischen Physik wird ja auch manchmal, damit da irgendwie keine komischen Ideen aufkommen von Vektor und Quadraten, nennt man den einfach Groß Omega. Wir nennen den J-Quadrat, weil das überall so steht. Aber Sie sehen, welcher Operator quadriert soll denn das sein? Ja, das macht keinen großen Sinn. Das Ding ist ein neuer Operator. Den kann man definieren. Und wenn man den definiert, dann findet man sehr schnell raus, das kann man explizit nachrechnen. Explizites Nachrechnen, das erspare ich uns jetzt, das können Sie gerne, sollten Sie auch als Übungsaufgabe machen. Sie nehmen diesen neu definierten Operator Omega, den wir mit J-Vektor-Quadrat bezeichnen, und Sie rechnen mal den Kommutator aus mit einem a gleich 1, 2, 3
dieser Js. Und dann werden Sie feststellen, da kommt 0 raus. Ah, und das gilt aber wirklich für alle A in 1, 2, 3. Das heißt, Sie haben jetzt plötzlich einen Operator gebastelt, der mit jedem dieser Js vertauscht. Aha. Dann können Sie ja zumindest mal eins dieser Js nehmen, sagen wir mal das J1. Dann gilt auf jeden Fall dieser Operator mit dem J1 vertauscht. Das heißt, wir können auf jeden Fall die simultanen Eigenvektoren von diesem Operator, dem J-Vektor-Quadrat-Operator, mit dem J1 können wir simultane Eigenvektoren bestimmen. Die muss es geben. Wir können aber nicht simultane Eigenvektoren bestimmen bezüglich dieses J-Vektor-Quadrat, des J1 und des J2, weil J1 und J2 ja wieder nicht vertauschen. Jetzt sagen Sie, okay, jetzt können wir da bezüglich J1 können wir da nehmen, simultane Eigenvektoren mit J-Vektor-Quadrat und J1. Wir könnten aber auch simultane Eigenvektoren ausrechnen zu J-Vektor-Quadrat und J2 oder zu J-Vektor-Quadrat und J3 oder zu J-Vektor-Quadrat in einer beliebigen Linearkombination von J1, J2 und J3. Absolut korrekt. Könnten Sie alles machen. Kommt darauf an, welche Geräte Sie aufstellen. Also Sie kaufen sich ein Gerät, da steht J-Vektor-Quadrat drauf, und Sie kaufen sich ein Gerät, da steht J3 drauf. Die können Sie hintereinander schalten, können beides messen, geht simultan. Ja? Sie können sich auch das Gerät mit dem J-Vektor-Quadrat nehmen, Sie nehmen sich das andere Gerät, wo J1 drauf steht, schalten die hintereinander, geht. Nur wenn Sie hinter das J1 noch das J2 schalten, dann kriegen Sie insgesamt keine Messung mehr. Das haben wir gezeigt. Ja? Das können Sie sich aussuchen, und es ist jetzt Tradition, aber wirklich nicht mehr. Tradition ist, betrachte J-Vektor-Quadrat und J3. Da Sie eh nur eine der Komponenten simultan mit J-Vektor-Quadrat messen können, sagen Sie, Sie nehmen die 3 Komponente. Natürlich ziemlich sinnlos, also nicht sinnlos, ziemlich undefiniert, weil es kommt immer darauf an, was Sie die 3 Richtung nennen. Ja? Okay? Aber so heißt es halt. Das ist einfach in der Terminologie, macht man es so. Betrachte J-Vektor-Quadrat und J3. So, und ja, auf den ersten Blick ist das ziemlich, sieht das ziemlich beliebig aus. Und wir können jetzt auch nur können sagen, ja, warum soll ich denn da jetzt die simultanen Eigenvektoren ausrechnen? Was bringt mir das? Und die generelle Idee ist immer, gut, wenn wir Spektren ausrechnen wollen, das J ist ein, oder die Ls, oder in dem Fall die Js, vertauschen mit der Hamilton-Funktion des Problems, ist es bestimmt geschickt, schon mal Vorarbeit zu leisten, die simultanen Eigenvektoren bezüglich der Symmetrieoperatoren untereinander, soweit das geht, nämlich hier mit J-Vektor-Quadrat und J3, auszutüfteln und dann nachher den konkreten Hamiltonien noch dazu zu nehmen, aber zumindest mal diese Symmetrievereinfachungen, die dadurch kommen, schon mal im Griff zu haben. Das ist die grobe Idee. Okay? Ich meine, alles, was ich jetzt hinschreibe, kann ich mathematisch hinschreiben. Es ist nur die Frage, warum tue ich denn das? Ja? Also wir wollen jetzt einfach mal diesen Symmetriealgebra-Anteil für sich selbst diskutieren, ohne uns mit den Niederungen einer konkreten Hamilton eines konkreten Hamilton-Operators zu beschäftigen. Ja, Sie sehen, das ist eine typische Situation, in der Sie sagen, ja, ich kann nichts Besseres tun, als das, was wir jetzt vorhaben. Ja, ich kann nicht die simultanen Eigenvektoren von J1, J2 und J3 bestimmen. Ja, dann erfinde ich mir noch diesen Casimir-Operator, so heißt der, dieser Omega, den erfinde ich mir noch dazu, und dann kann ich zumindest bezüglich dieses Omega- oder J-Vektor-Quadrat-Operators und einem dieser 3 Generatoren, zumindest bezüglich derer, kann ich dann noch von simultanen Eigenvektoren reden und mal gucken, was da rauskommt. Das ist so ungefähr die Idee. Ja? Und selbstverständlich würden wir das nicht machen und würde das in der Literatur nicht überall gemacht werden, wenn das schon extrem weit führen würde. Da muss man sich also einfach mal trauen und sagen, ich extrahiere an der Stelle alles, was jetzt möglich ist. Ja. Ich meine, eigentlich ist das ja hochspannend, weil die Quantenmechanik an dieser Stelle eine Komplikation bereithält, die in der klassischen Mechanik nicht vorhanden ist. In der klassischen Mechanik können Sie nicht nur Impulse alle gleichzeitig messen, sondern Impulse und Orte, aber Sie können vor allem die Komponenten des Drehimpulses gleichzeitig messen. Und wir werden sehen, dass das auch auf das Konzept des Spins führt.
Aha, deswegen hat der Spin was mit Quantenmechanik zu tun, weil in der klassischen Mechanik gar nicht dieses Problem aufkommt, ja, dass die gar nicht vertauschen. Ja. Also der Spin oder das Konzept des Spins hat auch eine Bedeutung in der klassischen Mechanik. Es ist eigentlich ein zutiefst geometrisches Konzept, aber das ist jetzt was anderes. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Also das Rahmenwerk der Quantenmechanik, ich wiederhole mich nochmal, hält hier eine Komplikation bereit, die man so zunächst mal klassisch-mechanisch nicht sieht. Aber das bedeutet ja auch, es hält eine Vorhersage bereit. Da ist irgendwas, kann da physikalisch realisiert sein, was klassisch nicht physikalisch realisiert ist. Und das ist natürlich spannend, denn wenn das wirklich in der Natur so ist, kann es eben nur die Quantenmechanik tun und nicht die klassische Mechanik. Okay, aber das sind natürlich alles sehr schwammige Erläuterungen oder Erwägungen vielmehr. Aber die sind doch ganz wichtig, weil Ihnen das vielleicht später in anderen Theorien begegnet wird. Vielleicht in Theorien, die Sie selbst machen oder mit denen Sie sich selbst beschäftigen. Und dann sind Sie für sowas sensibilisiert, so vom Meta-Standpunkt aus. Okay, gut. So, also was tun wir jetzt? Wir berechnen jetzt die simultanen Eigenvektoren von J-Vektorquadrat und OBDA J3. Also. Akademisches Ziel, ja. Berechne simultane Eigenvektoren von J-Vektorquadrat und OBDA J3. Was ist denn das für welche? Ja gut, dann brauche ich also Suche ein F in dem entsprechenden Definitionsbereich im Hilbertraum, sodass zwei Sachen gelten. Dass das F bezüglich des J-Quadrat ein Eigenvektor ist, dazu gehört irgendein Eigenvektor Lambda, und zugleich, das ist das Simultane, und zugleich soll das gleiche F auch ein Eigenvektor sein zu dem J3, aber halt mit einem anderen Eigenwert, den nennen wir mal M. Ja, gut. Die suchen wir. Wir suchen solche F. Wie geht man das Problem an? Naja, man spielt ein bisschen rum und wir machen jetzt lauter Schritte, die sind alle völlig korrekt und am Schluss kommt raus, was wir haben wollen. Ist sehr schön und man muss sich da vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, warum man das jetzt so macht, aber jeder Schritt ist völlig in Ordnung. Ja? Warum man diese Schritte jetzt in dieser Reihenfolge macht, wie man darauf kommt, meine ich, da spielt man ein bisschen rum, aber so schlimm ist es auch nicht. Also als erste vereinfachende oder geschickte Definition definieren wir zwei neue Operatoren, die heißen J plus und J minus. Und die sind ganz einfach definiert. Die sind definiert als der J1 plus oder minus, entsprechend zu lesen auf beiden Seiten, I mal der J2. J1, J2 und J3 waren mit Sicherheit selbst adjungiert. Der da wird mit Sicherheit nicht mehr selbst adjungiert sein, weil da irgendwie so ein I reingemischt ist. Wurscht, ja, die definieren wir. Und daraus folgt dann aber auch direkt, dass der J plus gedolcht, also das Adjungierte von J plus ist J minus und das Adjungierte von J minus ist J plus. Das kann man sich sofort überlegen. Weil einfach das I unter dem Dolch, weil Sie das dann in die andere Komponente des inneren Produkts ziehen müssen, zu minus I wird. Genau, also das haben wir als erstes. Und dann berechne, und es sind jetzt tatsächlich ganz einfache Rechnungen, die könnten wir jetzt alle exekutieren, da wollen wir jetzt die Zeit nicht drauf verschwenden. Sie können dieses J plus nehmen und das J minus und den Kommutator ausrechnen, einsetzen, was J plus und J minus ist, und was Sie rausbekommen, ist 2 mal J3. Ist halt so. Okay? Sie können auch ausrechnen, was ist denn der J3 geworfen auf den J plus minus in der Klammer. Da stellt sich raus, das ist plus minus J plus minus. Also Sie müssen immer das obere Zeichen mit dem oberen Zeichen lesen, das untere Zeichen mit dem unteren Zeichen.
Aha, gut, kann man auch ausrechnen. Und dann ist noch die Frage, was ist denn J-Vektor-Quadrat mit dem J plus minus? Da finden Sie, das ist 0. Also wirklich einsetzen, ausrechnen, fertig, ganz einfach. So, also was wir hier gemacht haben, kann es ja auch so ausdrücken, Sie haben ein J3, ein J1 und ein J2 und statt J1 und J2 haben Sie im Komplexen die Basis gewechselt und machen zwei neue J plus und J minus statt J1 und J2 im komplexen Vektorraum. Kann man machen, kann man machen. Die Frage ist, warum das geschickt ist. Warum das geschickt ist, findet man nach einiger Rumrechnerei raus. Und da berechnet man nämlich noch was. Jetzt sagen Sie schon wieder, warum soll ich denn das jetzt ausrechnen? Wir machen es einfach. Sie nehmen dieses J-Vektor-Quadrat, das spielt offensichtlich eine Rolle, ne? Das haben wir ja gesehen. So, und dann setzen Sie sich zum Ziel, dieses J-Vektor-Quadrat zu verstehen, dass Sie das schreiben können als J minus J plus, plus J3 mal J3 plus 1. Und diese 1 ist natürlich eine Identität, ne? Das sind immer wenn hier J mal J steht, da steht natürlich im Geheimen steht da natürlich eine Komposition dazwischen und das da ist natürlich dann eine Identität mindestens mal auf diesem Definitionsbereich, wo die alle wirken. Aber wir schreiben einfach eine 1 dafür. Das kann man einfach ausrechnen, indem man das einsetzt und dann irgendwie die Definition von J plus und J minus nutzt. Kein Geheimnis, okay? Können Sie machen. Sie können aber alternativ können Sie das gleiche J-Vektor-Quadrat auch ausdrücken durch J plus J minus. Also hier hatten Sie minus plus und jetzt haben Sie plus minus plus J3 mal J3 minus 1. Sie oben haben Sie ein Plus, nach unten haben Sie ein Minus. Das ist der gleiche Ausdruck. Sie haben sich halt nur hier entschieden, die zwei hier zu vertauschen. Und Sie sehen, das macht auch Sinn, nämlich die vertausche, kriege ich so einen Korrekturfaktor 2J3 rein. Und damit komme ich nämlich von plus J3 auf minus J3. Das ist ja gerade ein Unterschied von 2J3, richtig? Also sehen Sie, benutzen es einfach von da oben, die vertauschen das, schwuppdiwupp, das steht da. Okay, verschwenden wir jetzt keine Zeit drauf. Das können Sie ganz schnell ausrechnen. Das sollten Sie auch ausrechnen. So, warum mache ich diese Definition von J plus und J minus essentiell? Weil es unglaublich praktisch ist im Folgenden. Das ist alles. Okay? Und nach einigem Rummachen kommt man auf diese Ideen. So, jetzt zeigen wir mehrere Dinge. Wir betrachten jetzt mal Lambda mal FF. Also F ist wirklich der simultane Eigenvektor von J-Vektor-Quadrat und J3. Lambda ist der Eigenwert von F bezüglich J-Vektor-Quadrat. M ist der Eigenwert von F bezüglich J3. Wir betrachten einfach Lambda FF. Aha, Lambda FF, was ist das? Das ist mit Sicherheit F, Lambda F. Richtig, ich darf das Lambda in den hinteren Eintrag reinziehen. Naja, und das kann ich ja mit Sicherheit schreiben als F. J-Vektor-Quadrat F, denn Lambda F ist ja J-Vektor-Quadrat F. Darf ich machen. Jetzt darf ich mir aber mit Sicherheit einen anderen Ausdruck für das J-Vektor-Quadrat hernehmen, nämlich den da. Ich nehme mir mal zum Spaß den ersten. Da steht F, J minus J plus, plus J3 mal J3 plus 1, weil diese erste Form, wenn hier minus plus steht, angewandt, das ist ja ein ganzer Operator, ja, angewandt auf f, einfach nur eingesetzt. Aha, aber wenn ich den da angewandt habe, ist klar, da kann ich den hier auseinanderziehen. Das ist sowas wie f, j minus j plus f. Ich darf das, ne, das innere Produkt ist ja additiv, mit f, j3, j3 plus Identität auf f. Ist auch klar, ne? Das innere Produkt ist additiv in beiden Einträgen. Jetzt weiß ich aber, dass diese J plus und J minus, ich kann dieses J minus hier vorne, das vordere hier, kann ich ja hier rüber hüpfen lassen, aber es kriegt dann natürlich einen Dolch. Warum? Das ist die Definition des Dolches. Das heißt, hier steht hier J minus Dolch F, J plus F. Und hier hinten steht F, J3 mal J3 plus 1 F. Na gut, das ist natürlich J3 F. Das ist aber m Quadrat f
plus J3F ist MF, steht also hinten M mal M plus 1 F. Warum? Naja, weil F ja Eigenvektor zum J3 mit dem Eigenwert M ist. Aha. Okay, schön, aber was ist hiermit? Ja, wir wissen, dass das J minus Dagger ist das J plus. Das heißt, hier steht eigentlich J plus F, J plus F. Aber das ist natürlich die Norm von J plus F zum Quadrat. Plus, ja, und das M mal M plus 1, das darf ich natürlich hier auch rausziehen. Das ist ja nur noch eine Zahl. Und dann steht hier nur noch die Norm von F zum Quadrat. Aber hier links stand ja auch die Norm von F zum Quadrat. Das heißt, wir haben hier raus, Lambda ist gleich. Dieser Eigenwert Lambda ist gleich J plus F Normquadrat durch Norm von F Quadrat plus M mal M plus 1. Das muss wahr sein. Ich sage so, oh, schön, das Lambda ist in Beziehung gesetzt, dieser Eigenwert ist in Beziehung gesetzt zu diesem Eigenwert M über diese lustige Formel. Aber das ist ja hässlich, das ist ein hässlicher Term hier vorne, ja. Also das ist irgendwie hübsch, aber was soll ich denn hiermit anfangen? Damit können wir nicht besonders viel anfangen, außer wenn Sie in Analysis geschult sind, da sagen Sie sofort, aha, abschätzen kann ich auf jeden Fall. Denn Sie wissen ja, das Normquadrat ist immer größer gleich 0. Für ein F, das hätte ich sagen müssen, ist ein Eigenvektor, aber das wissen wir schon, Eigenvektoren bedeutet F ist immer ungleich 0, sonst ist es kein Eigenvektor. Das heißt, auch hier diese Division ist definiert. Sie wissen, dieser Ausdruck hier, der ist immer größer gleich 0 da vorne. Ah, also immerhin taugt diese Formel zur Abschätzung. Okay? Das ist das Erste und Sie können ebenso können Sie statt hier oben diese erste Formel hier zu verwenden, wo da steht plus minus und da dann minus plus und da ein plus, können Sie die Formel verwenden, wo da steht plus minus und dann hinten ein minus. Ich schreibe das einfach mal drunter. Also wir hätten auch für das J-Vektorquadrat plus minus einsetzen können, hätten aber dann auch hier ein minus machen müssen, richtig? Wir haben ja nur J-Vektorquadrat eingesetzt. Gut, das geht hier ganz ähnlich. Dann steht hier plus minus und hier hinten steht ein minus. Dann nehme ich hier den Plusser rüber. Das wird aber zum Plusdegger und dann bleibt hier das Minus übrig und hier das Minus. Der Plusdegger ist aber der Minuser. Also steht hier J minus F Quadrat und hier steht ein Minus. Ja gut, da steht hier ein Minus. Das ändert überhaupt nichts an unserer Argumentation, dass hier das größer gleich 0 sein muss. Aber hier hinten steht dann auch ein Minus. Aber wir haben also schon gleich zwei Abschätzungen, die wir hier machen können nachher. Okay? Das sieht man einfach mal so, sagt man, oh, so eine Abschätzung, mal gucken, ob das nachher wirklich was bringt. Wir behalten das im Hinterkopf, es bringt wahnsinnig viel, okay? So, das war der erste Trick. Wir sehen, das ist im Moment nichts anderes als wilde Rumspielerei und man würde in der Praxis, wenn man noch nicht wüsste, wie das geht oder es nicht schon mal gemacht hätte, würde man noch ganz viel mehr rumspielen, aber die anderen Zettel wirft man dann nachher alle in den Papierkorb, ja? Und man behält halt nur den. Das ist ja die Methode. Okay. So. Ja, der nächste Schritt besteht nun darin, dass man sagt, naja, ich gucke mir mal auf diese J3, J plus minus Geschichte. J3 mit J plus minus gibt ein plus minus J plus minus. Und da kommt man auf die Idee, Mensch, diese J plus Minus, das könnte sowas sein wie Leiteroperatoren, mit denen ich auf- und absteigen kann auf meinen Eigenwerten. Was soll das bedeuten? Können Sie nicht verstehen, wenn Sie es nicht schon mal gesehen haben. Wenn Sie es schon mal gesehen haben, und das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass Sie das sehen, hier in der Quantenmechanik in diesem Beispiel, werden Sie in Zukunft immer erkennen, wenn Sie in der Quantenmechanik irgendwo Leiteroperatoren haben. Das ist nämlich immer der gleiche Trick. Aber ich verkaufe das hier einfach als eins der weiteren 500 Blättern, auf denen man irgendwas mal ausprobiert hat. Okay? Man könnte doch mal sagen, wenn ich schon so einen Zustand so einen Vektor F hab, so einen simultanen Eigenvektor. Also nimm simultanen Eigenvektor F, also so wie er da oben gegeben ist, von J-Vektorquadrat und J3, nimm einen solchen simultanen Eigenvektor F und definiere einfach einen neuen Vektor im Hilbertraum, den nennen wir mal F+, der heißt einfach so.
Und er ist ganz einfach definiert dadurch, dass ich mit dem J plus auf den simultanen Eigenvektor wirke. Also nehmen wir an, wir haben so einen simultanen Eigenvektor, da wirke ich mit diesem F plus, mit dem J plus da drauf und dann kriege ich natürlich einen neuen Vektor. Und jetzt interessiert mich halt schon, was passiert denn, wenn ich jetzt mir angucke, wie wirkt denn das J-Vektor-Quadrat auf den so generierten neuen Vektor drauf? Ja gut, setze ich einfach mal ein, das ist J-Vektor-Quadrat, die Definition von diesem F plus ist J plus auf das F, das der simultane Eigenvektor ist. Jetzt weiß ich aber, haben wir eben hingeschrieben, dass J-Vektor-Quadrat mit J plus vertauscht. Na, da oben steht es noch. J-Vektor-Quadrat mit J plus vertauscht. Das heißt, ich kann genauso schreiben J plus J-Vektor-Quadrat F. Einverstanden? Ja, bei J-Vektor-Quadrat F, da weiß ich ja, was das ist. Also J plus, das ist natürlich hier assoziativ, kann ich auf J-Vektor-Quadrat, kann ich auf F ausrechnen, das ist Lambda F. Na gut, aber dann kann ich das Lambda nach vorne ziehen. Das ist also Lambda mal J plus F, aber J plus F hat ja diesen schönen Namen F plus. Ah. Das heißt, wenn ich einen simultanen Eigenvektor F habe zu J Vektor Quadrat und J3 und aus dem durch Wirkung von J plus einen neuen Vektor erzeuge, erstaunlicherweise ist das immer noch ein Eigenvektor zu J Vektor Quadrat, haben wir ja gerade ausgerechnet. Und nicht nur ist es ein Eigenvektor, sondern es ist erstaunlicherweise zum gleichen Eigenwert Lambda, wie das F-Eigenvektor war, ist auch dieser neue so erzeugte Vektor wieder Eigenvektor zu J-Vektor-Quadrat. Aha. Also bezüglich, also im Eigenraum von J-Vektor-Quadrat hat uns diese Operation nicht bewegt. Es hat uns im Eigenraum bewegt, aber es hat uns nicht aus dem Eigenraum von J-Vektor-Quadrat rausbewegt. Okay? Sind da drin geblieben. Ja, interessant. Okay, dann gucken wir uns den anderen an. Was ist denn mit J3 F plus? Was ist denn damit? Ja, machen wir genau das Gleiche. Wir wissen einfach ein, was F plus ist. Das ist J3 J plus F. Ja, eben haben wir so schöne Erfolge gefeiert, indem wir die ausgetauscht haben. J3 J plus. Ah, da oben. J3 mit J plus Kommutator ist gleich plus J plus. Was heißt denn das? Na, ich schreibe es mal aus. J3 mit J plus Kommutator ist gleich etwas. Ich nehme aber gleich die zweite Hälfte des Kommutators, die mit Minus kommt, auf die andere Seite. Minus mal Minus ist Plus, ist J plus J3 und dann kommt die eigentliche rechte Seite plus J plus. Richtig? Wenn ich den Term hier rübernehme, habe ich den Kommutator zwischen J3 und J plus ist J plus. Aha, ich darf also hier J3, J plus ausdrücken durch J plus J3 plus den Wert des Kommutators, nämlich J plus, angewendet auf F. Ja, das Spielchen geht ganz ähnlich wie eben. Ich kann das F natürlich jetzt hier linear reinziehen, lineare Operatoren, also dieses Plus da punktweise definiert und so weiter. Dann kriege ich J plus J3F, aber J3F ist ja MF. Das heißt, da steht J3MF plus J3F. Entschuldigung, J plus MF plus J plus F. Ach so, ja gut, aber das ist natürlich nichts anderes als M plus 1 J plus F, aber das ist natürlich F plus. Ah, Donnerwetter. Also dieser neue Vektor, den ich durch J plus aus einem simultanen Eigenvektor erzeugt habe, der bleibt zwar im Eigenraum zum Eigenwert Lambda des J-Vektor, Quadrat ist da selbst wieder Eigenvektor, er ist aber auch Eigenvektor zum J3, ist also immer noch simultaner Eigenvektor. Also dieses F plus ist simultaner Eigenvektor zu sowohl J-Vektor-Quadrat als auch J3 und ist auf diese Art generiert worden aus einem anderen simultanen Eigenvektor. Aber zu dem J3 ist er jetzt nicht mehr wie sein Vater F mit dem Eigenwert M gegeben, sondern mit einem um 1 erhöhten Eigenwert M. Ah, interessant. Das heißt, dieses J plus scheint uns bei diesen simultanen Eigenvektoren im Eigenraum des J Quadrat zu bewegen und zwar zu anderen Eigenvektoren von J3, nämlich zu einem um exakt 1 erhöhten Eigenwert. Das könnte ja auch exakt um Pi Drittel erhöhter Eigenwert sein. Aber es ist er nicht. Es ist exakt um 1 erhöht.
Ja, warum? Jetzt kommt aus dieser Algebra. Aha, also wir haben hier eine Methode, falls wir mal einen simultanen Eigenvektor gefunden haben, viele andere zu finden. Viele? Ja, wie viele denn? Geht das unendlich so weiter? Da wird uns unsere Abschätzung gleich helfen. Die wird uns nämlich gleich sagen, dass es nicht unendlich so weitergeht. Das ist der Trick an der Abschätzung. Also eine Abschätzung kommt einem komisch vor in einer algebraischen Fragestellung. Abschätzung ist eher so, was in der Analyse ist. Ne? Nur wenn ich ja hier weiß, ich gehe immer nur in Einserschritten, habe so eine Abschätzung, da weiß ich auch was. Ja? Da weiß ich, irgendwann bricht es zusammen. Okay, analog, also oben haben wir geschrieben ebenso, ja, ebenso für das grüne Minus hier. Und jetzt kann ich hier wieder schreiben, ebenso können wir natürlich ein f- definieren als die Wirkung von dem j- auf das f. Und daraus folgt dann, dass j-Vektorquadrat von dem f- ist tatsächlich auch immer noch Eigenwert des f- zum gleichen Eigenvektor zum gleichen Eigenwert. Ich sollte hier sagen, ich definiere das so und diese Rechnung ab hier, die gilt immer dann, falls das f plus nicht schon 0 war. Ich definiere ja hier was, sage, das f ist nicht 0, weil es ein Eigenvektor ist. Es könnte ja sein, dass diese Anwendung einfach den Nullvektor ergibt. Ja? Dann kann ich natürlich hier nichts mehr argumentieren von wegen Eigenvektor. Also unter der Voraussetzung, dass diese Anwendung nicht gerade den Nullvektor ergeben hat, stimmt alles, was ich gesagt habe. Und hier ganz genauso. Also hier kann ich wieder sagen, ja, unter der Bedingung, dass f- nicht schon der Nullvektor geworden ist, ja, gilt, dass es immer noch Eigenvektor zu j2 ist und es ist auch Eigenvektor zu j3. Aber hier, man erstaunt sich kaum, da steht jetzt m-1 f-. Aha, also mit dem J plus kann ich mich im Eigenraum des J2 bewegen, ohne da rauszugehen, gehe aber zu immer um 1 erhöhten Eigenwerten von J3. Mit dem J minus gehe ich zu 1 niedrigeren. Ja? Nö, die kann ja, Matrixdarstellung von dieser Anwendung. Lineare Abbildung wirkt auf Vektor und ergibt den Nullvektor. Eine Linie. Es ist wahr, dass der Nullvektor immer auf den Nullvektor abgebildet wird, aber nicht jeder Vektor, der auf den Nullvektor abgebildet ist, war schon der Nullvektor. Das wäre nur wahr für eine nicht entartete lineare Abbildung. Aber die Selbstadjungiertheit hat nichts mit Nicht-Entartung zu tun. Denken Sie mal an die Projektoren, die wir haben, die selbstadjungiert waren, aber auf sich mit Sicherheit entartet, weil sie ja bestimmte Teile einfach rausprojizieren. Ja. Da ist es nicht selbstadjungiert, aber Sie wissen schon, wie ich meine. Okay? Genau, also es wäre ein Fehlschluss. Okay, ja, nachdem wir das jetzt rausgefunden haben, sehen wir also, wir können da auf- und absteigen, aber jetzt betrachten, und jetzt ist die Frage, bricht dieser Aufsteige- bzw. Absteigeprozess irgendwann Und jetzt betrachten wir wieder die Abschätzung von da oben. Wie war diese Abschätzung? Diese Abschätzung war, dass Lambda gleich, das heißt Lambda kleiner gleich, wieso denn so rum? Stopp, nicht verwirrt. Genauso ist es, genau, dankeschön. Lambda ist, nee. Moment, Lambda gleich. So muss es sein, ja? Nee, stimmt nicht. Eben, genau, eben. Genau, das will ich auch, ja.
Okay, ist klar, ne? Also das ist auf jeden Fall auf der rechten Seite, aber es steht noch mehr auf der rechten Seite. Das Lambda wäre aber gleich der rechten Seite. Wenn ich das mehr weglasse, ist das Lambda, das ja die rechte Seite ist, plus mehr ist mehr. Okay, ja, Kindergarten, sehr schön, dass wir das auch können. Und jetzt haben wir aber hier einmal mit dem Plus und einmal mit dem Minus, richtig? Das gilt beides. Das gilt beide Mal, dass sowohl wenn da ein Plus steht, als auch wenn da ein Minus steht, gilt diese Gleichung. Das war das Grüne und das Weiße da oben, okay? Ja, da kann ich jetzt einfach das Minus, das ziehe ich einfach mal hier raus. Moment, wie geht das jetzt? Größer gleich. Ich will jetzt irgendwie Beträge draus machen. Ich will, dass da hinten immer ein Plus steht. Das heißt, ich schreibe das jetzt als plus minus m mal plus minus m plus 1. Warum? Ich habe in der ersten Gleichung ein Plus rausgezogen, dann steht da plus m mal plus m plus 1, ja, das ist die obere Gleichung. Und in der zweiten Gleichung habe ich ein Minus rausgezogen, da steht da minus m, da muss aber hier ein Minus zur Kompensation hin, da steht aber hier ein Plus, das ist diese zweite Gleichung. Minus m, Klammer auf, minus m, aber immer noch plus 1. Also diese Plus, die bleibt fest stehen und ich habe dann wieder zwei Gleichungen da stehen, richtig? Und das kann ich aber mit Sicherheit dann verstehen als Lambda größer gleich Betrag von m mal Betrag von m plus 1. Okay? Und ich kann aus dieser Gleichung, wie ich sie da vorher hatte, kann ich auch noch ablesen, dass das, warum lese ich das ab? So, und wenn ich jetzt mit dem J plus oder dem J minus aus dem F einen Nullvektor erzeuge, dann steht da ja Lambda gleich M mal M plus 1 oder Lambda gleich M mal M minus 1, das ist aber für verschiedene Ms, weil einer mit dem J plus und einmal mit dem J minus. Und daraus erkennt man auch, dass der maximale Wert für M, also M maximal, ist gleich minus dem minimalen Wert von m. Ja? Also betrachte, also aus all dem obigen folgt das hier und folgt das hier. Der minimale Wert ist der maximale Wert, den das m annehmen kann. Okay. So, jetzt weiß ich aber hier raus, aus diesem Beta, ich weiß, der minimale und der maximale Wert, ich muss vom minimalen Wert von m durch 1er Schritte zum maximalen Wert kommen. Richtig? Das heißt, ich weiß auch, dass der minimale, das ist eigentlich eine extra Folgerung, ne? Ich weiß, dass m max minus m min muss aus den ganzen Zahlen sein, mit 0 eventuell. Denn ich bin ja mit den ganzen Schritten von dort nach dort gekommen. Wenn ich das jetzt aber mit dieser Gleichung von vorne dran vereinige, dann finde ich raus, dass m max, das zweimal m max, ich kann ja das hier einsetzen, dann wird das Minus zum Plus, zweimal m max ist aus n, das heißt aber m max ist aus n 0 halbe. Das heißt, der maximale Wert, den dieser Eigenwert m annehmen kann, ist n 0 halbe. Und weil ich jetzt nicht immer m max schreiben will und das auch sonst niemand in der Literatur machen will, definiert man ein solches m max traditionell als ein kleines j. So heißt das Ding einfach. Klein j. Klein j ist aber immer der maximale Eigenwert m. Und damit sind wir fertig. Denn wir haben das folgende Fazit. Zu J-Vektorquadrat und J3 existiert eine zweiparametrige Familie, simultane Eigenvektoren,
Und die kriegen jetzt einen Namen. Phi, warum nicht? Und da wird das J wird vermerkt, der maximale Eigenwert, den das M annehmen kann. Und es wird das M vermerkt, das ist das M selber, nicht unbedingt der maximale Wert. Ja? Das sind also Elemente aus naja, mindestens diesem Definitionsbereich oder wie wir genannt haben, D oder was auch immer, wo auch immer die definiert sind, auf jeden Fall im H, simultane Eigenvektoren mit, ja gut, was heißt das, simultane Eigenvektoren? Naja, unter J-Vektor-Quadrat ist dieses Familienmitglied, das auf den Namen M oder JM hört, ist gegeben durch Lambda mal, ah, das Lambda, ja, da oben steht es ja, Moment, wie ist denn das jetzt mit dem Lambda? Wieso kommt denn da das Lambda? Für das konkrete M. Ah, genau. Wir hatten ja dieses M-Max ausgerechnet für den Fall, dass die Anwendung von J plus J minus 0 ergibt. Dann wird das natürlich eine exakte Gleichung. Und dann steht hier natürlich J mal J plus 1. Na, das ist ja das M-Max. Und für das M-Max wird diese Ungleichung zur Gleichung. Das Gleiche ist realisiert für das maximale M. Steht J mal J plus 1 Phi JM. Und das kommt immer vor in der Quantenmechanik bei diesen Drehimpulsgeschichten, dieses komische J mal J plus 1, da kommt das her. Und bezüglich des J3 ist dieser Phi JM, dieses Familienmitglied Phi JM, ist gleich einfach M mal Phi JM. Und es ist jetzt so, dass diese Js, die können nicht wie irgendwelche Werte annehmen, sondern die Js können wirklich nur Werte annehmen, die halbganzzahlig sind. 0, 1/2, 1, 3/2 und so weiter. Und wenn das J gefixt ist, dann kann das M laufen von minus J plus 1 und so weiter hoch bis zu J minus 1 und J. Das heißt, dieses J bestimmt den Bereich, über den das M in ganzzahligen Schritten laufen kann. Definition, J wird der Spin dieser, wird der Spin ja, von was, also wir haben halt eine zweiparametrige Familie. Und wenn Sie den einen Parameter J festhalten, nur noch den M bewegen, dann haben Sie so eine Subfamilie für konstantes J. Ich sage einfach mal, J wird der Spin genannt. Ich versuche das jetzt hier nicht weiter zu spezifizieren, weil ich dann in die Physik abwandern muss und das haben wir einfach nicht hergeleitet. Also wenn wir vom Spin reden, reden wir von diesem J. Und das heißt tatsächlich, der Spin kann sein 0, 1/2, 1, 3/2 und so weiter. Und das ist jetzt für eine ganz allgemeine Drehalgebra. Wenn ich jetzt den speziellen Bahndrehimpuls nehme, kann ich mich fragen, dieser Bahndrehimpuls und was ich da an Eigenvektoren finde, hat das mit einem besonderen Spin zu tun? Diese Frage kann man sich stellen und die werden Sie auf Ihrem Aufgabenblatt beantworten. Das ist dann der Spin des, später wird das der Spin des Teilchens sein. Und dieses M sagt, zum Beispiel, wenn der Spin 1/2 ist, dann kann das M kann minus 1/2 und plus 1/2 sein. Das ist dann Spin up und Spin down. Ja, da kommt das her. Wenn Sie danach aber Spin 1 haben, dann kann das M laufen von minus 1, 0 bis zu 1. Das ist dann so ein Spin 1. Das kann eben nicht nur up und down sein, das kann up, 0 und, also wenn man so will, down, 0 und up, aber dann nennt man minus 1, plus 1 und 0 sein und so weiter für höhere Spins. Und zum Beispiel Elektronen, stellt sich raus, die haben nicht Spin 0, also Spin 0 ist, dann läuft es nur von 0 bis 0, da haben sie einfach Wellenfunktion, aber es stellt sich raus, zum Beispiel Elektronen sind Spin 1/2. Ja, und das elektromagnetische Feld, wenn Sie es quantisieren, das können wir gar nicht, dazu brauchen Sie keine Quantentheorie, dazu brauchen Sie Quantenfeldtheorie, aber im Prinzip geht das ganz ähnlich, das wäre zum Beispiel Spin 1. Ja?
Und ein Teilchen ohne Spin ist eben ein Spin-Null-Teilchen. Zum Beispiel zusammengesetzte Teilchen können dann zum Beispiel Spin 0 haben. Oder das Higgs-Teilchen, das man heute hat, hat Spin 0. Allerdings muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass das der sogenannte nicht-relativistische Spin. Wenn Sie jetzt wirklich vom echten Elektron und vom echten Higgs-Teilchen und so weiter reden, reden wir vom relativistischen Spin. Da müssen Sie ein bisschen komplizierter rechnen, da müssen Sie mit der sogenannten Poincaré-Algebra rechnen. Aber da gibt es dann im massiven Sektor, wenn Sie also massive Teilchen betrachten, reduziert das Problem auf ganz exakt diese Rechnung und Sie kommen tatsächlich zu ganz genau den gleichen Spins, J, aus halbganzzahlig und diese Ms, die diese Werte annehmen können, gilt dann aber im relativistischen nur noch im massiven Sektor, im masselosen Sektor, zum Beispiel für Photonen, ja, das wäre das elektromagnetische Feld, für Quantenteilchen des elektromagnetischen Feldes, da gilt dann kein Spin, sondern sind diese Mittelwerte sind weg, sind nur die Extremwerte da und dann nennt man das dann Helizität. Nur zur Einordnung, also wenn Sie Spin hören, im Kontext der Teilchenphysik meint man den relativistischen Spin, das ist quasi die nicht-relativistische Vorbereitung, ist aber technisch ziemlich exakt identisch zu dem massiven Sektor. So, und in den nächsten Vorlesungen werden wir sehen, wie wir sowohl diese Algebra ausschlachten, um das Wasserstoffatom zu lösen und andere Zentralpotentialprobleme, als auch werden wir irgendwann zum Spin kommen und dann tatsächlich auch Elektronen betrachten. Und dazu brauchen wir dann aber noch was. Wir brauchen für echte Elementarteilchen brauchen wir noch Ununterscheidbarkeit von Teilchen. Dazu brauchen wir aber viele Teilchen. Viele Teilchen, da brauchen wir die Räume dazu. Das werden Tensorprodukte von Hilberträumen sein und so weiter. Und am Schluss fügen wir das alles zusammen und kriegen ein vollständiges Bild. Bis Donnerstag. Dankeschön.